So, weiter geht's. Mein Tee ist bereit. Er muss halt nur ein bisschen ziehen, aber ich kann ja schon mal ein bisschen. Oh, das ist. Oh. Immer diese Sache mit dem Wasserkocher. Gut, also wir fangen jetzt an mit der Pokémon-Liga. Ich habe schon mal. Unser erster Gegner ist Ulrich. Er setzt Unlicht-Pokémon ein. Das heißt, wir brauchen einen Pokémon mit einem hohen Spezialverteidigungswert. Und ich habe jetzt einfach mal entschieden, hier Lepomentas an erster Stelle zu setzen. Mit einem Spezialverteidigungswert von 171. Der kann hoffentlich die ganzen Unlichtattacken tanken. Ich weiß nicht, ob Unlichtattacken als Spezialangriff zählen. Oder als normaler Angriff. Das werden wir sicherlich herausfinden. Okay, los geht's. Der erste der Top 4. Ulrich! Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön, dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Ulrich ist unser persönlicher Endboss, denn er setzt nur Unlicht-Pokémon ein. Die alle stark sind gegen unsere Pokémon. Okay, also das erste ist Magnaien. Ich würde sagen Erdbeben. Da ist Depp drauf, da ist Pudersand drauf. Ich hoffe im One-Hit. Was? Nicht einmal annähernd? Oh Mann. Okay, dann nochmal. Ja, Top 4. Tengulist. Okay, Tengulist. Was machen wir gegen Tengulist? Mit welcher Attacke müssen wir denn rechnen? Wahrscheinlich mit Abschlag. Spukball könnte ich mir vorstellen. Und eine Pflanzenattacke. Solarstrahl. Also ein Feuer-Pokémon. Also auf Sunny ist jetzt, glaube ich, ein bisschen riskant. Ich glaube, ich nehme Xatu. Weil wenn irgendeine Pflanzenattacke kommt, ist Sunny weg. So, dann fliegen wir mal weg und schauen nach, was er für Attacken einsetzt. Also Mogelhieb fällt schon mal weg. Angeberei, okay. Scheiße, fast ein One-Hit. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung von ihm. Währenddessen können wir die Zeit nutzen, um unser Xatu wieder hoch, beziehungsweise um die Verwirrung zu heilen. Dann machen wir das gleiche nochmal. Jetzt ist der Fliegen stärker, weil er eben einmal... weil er eben einmal Angeberei benutzt hat. Naja, ich kann auch Aeros benutzen, wenn die Attacke daneben geht. Okay, trifft sogar. Ich glaube, das müsste ein One-Hit sein. Wir haben einen erhöhten Angriffswert. Noctuska, das nächste Pflanzen- und nicht Pokémon. Ich glaube, da können wir gleich wieder das gleiche machen. Eben, jetzt machen wir mal Fliegen. Egelsam. Die Attacke ist ein bisschen zu schwach für die Liga. Egelsam. Ja gut, die ist halt taktisch, aber... Mäh. Absol. Ich lasse Xatu noch draußen, wir haben einen erhöhten Angriffswert. Den müssen wir noch nutzen. Ich nutze den jetzt so krass aus, wie es nur geht. So, wir benutzen jetzt mal Geheimpower. Und hoffen, dass er zurückschreckt. Er wird wahrscheinlich Schwertanz benutzen und seinen Angriffswert erhöhen erstmal, bevor er uns angreift. Genau so ist es. Ah, Zitrobeere. Okay. Machen wir mal Aeroas da als Step drauf. Vielleicht macht es ein bisschen mehr Schaden. Ja, tut's auch. So, sein letztes Kributak. Er hat nur 5 Pokémon. Ich dachte, die haben alle 6, aber okay.
Ich glaube, dieses Pokémon kann Schutzschild. Testen wir es mal aus. Nein, Surfer. Okay. Gut, das müsste jetzt auch machen. Da ist auch Step drauf. Okay, Surfer. Unsere Pokémon erleiden zum ersten Mal Schaden. Okay. Das war der erste. Ich habe verloren. Ich, Ulrich von den Top 4. Macht nichts, es war lustig. Nun hören wir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen, zum nächsten Kampf. Okay. Ja gut, Psycho hat ein bisschen Schaden erlitten, halb so wild. Ich glaube, damit können wir leben. Wer ist eigentlich der Nächste? Ich glaube, die setzt... Was für Pokémon setzt die nochmal ein? Ich glaube, Geist-Pokémon. Was haben wir gegen Geister? Also Geister ist wieder so eine Schwäche von uns. Meine Güte, haben wir ein Problem. Was machen wir gegen Geister? Naja gut, wir können Papi wieder draußen lassen. Unser Pokémon kann, glaube ich, auch Spukball. Damit können wir die Geister auch ein bisschen kontern. Und mit dem Spezialverteidigungswert, der recht hoch ist, können wir auch ein bisschen was kontern. Ich bin Antonio von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schau, ob du irgendwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Die sieht gar nicht aus wie eine Geistertrainerin, eher wie eine Wassertrainerin. So wie die gekleidet ist? Naja, egal. Okay, das erste ist Psyroklop. Level 48. Ich rechne mit dem Spukball. Deswegen, wobei, es kann auch sein, dass dieses Pokémon Abgangsbund beherrscht. Das könnte recht fies sein, ich greife mal... Okay, Schutzschild. Das zögert alles nur hinaus. So, jetzt, Spukball. Harpe! Ins Gesicht. Ah, egal, können wir heilen. Kein Plan, was die alles mit ihrer Verwirrung immer haben. Ich meine, wir heilen das alles weg. Ja, Schutzschild, okay. Nochmal Schutzschild, Alter. Was ist deine Strategie? Dich zu schützen und den Gegner mit verwirren? Dass der sich mit seiner Verwirrung selber killt? Alter, dreimal Schutzschild. Ja gut, der erste hat nicht funktioniert, aber... Doch, der erste hat funktioniert. Aber dreimal Schutzschild ist schon sehr selten, dass es vorkommt. Oh Mann, ey, warum hat es jetzt überlebt? Der Angriff vorhin hat doch mehr Schaden gemacht als der jetzige. Warum macht er jetzt weniger Schaden? Jetzt kommt eine Top-Genesung. Warte, wieso haben wir nur noch 5 AP auf Spukball? Hat er irgendeine Fähigkeit, was unsere APs reduziert? 3. Ja, es kann sein, dass er eine Fähigkeit hat, was unsere APs... unseren AP-Verbrauch reduziert auf 2. Pro Einsatz. Oh Mann. Nach dem Kampf muss ich ein Elixier benutzen, falls, falls sie es brauchen. Okay, jetzt kommen die ersten Probleme. Jetzt haben wir noch eine AP auf Spukball. Danach müssen wir wahrscheinlich einen Äther benutzen. Ja, das ist fies. Das ist die Fähigkeit Erzwinger, glaube ich. Barnett. Ja, das Gegenstück zu Zwirklop. Jetzt haben wir keine AP mehr. Ich glaube, er hat Schwebe. Das heißt, Erdbeben funktioniert nicht. Dann benutzen wir mal Psychokinese, da ist Step drauf. Krass, so einen hohen Spezialverteidigungswert und trotzdem nicht überlebt. Schade. Gut, dann muss Xatu den nächsten Schritt gehen.
Psychokinese. Das müsste jetzt auch ein Level abgeben. Level 56. Noch ein Banette. Warum setzt die Geister-Pokémon ein, wenn es so wenig Geister-Pokémon in dieser Region gibt? Egal. Wahrscheinlich haben die Entwickler gesagt, so, wir brauchen eine Geistertrainerin. Ja, aber wir haben nur drei Pokémon in dieser Region. Egal. Dann gib diesen diese drei Pokémon. Es wird schon in Ordnung sein. Oh Mann. Ja, ja, die Spukbälle hauen rein. Die sind halt alle sehr effektiv. Ja, also die ersten Trainer, die sind unser Kryptonit. Okay, noch ein Zirklop. Ja, zwei Banette, zwei Zirklop. Sehr einfallsreich. Okay, Level 51. Will ich einen Regentanz verbreiten oder will ich gleich surfen? Machen wir gleich Surfer. Je mehr Schaden wir austeilen, desto besser. Ja, es haut halt alles rein. Jede Attacke von ihnen haut rein. Obwohl wir den Levelvorteil auf unserer Seite haben. Das ist echt krass. Es kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung. Okay, jetzt brauche ich einen Heal. Er wird sich wahrscheinlich auch heilen. Wo haben wir denn Kraftwurzel? Schmecke Kraftwurzel! Mh, lecker! Ich glaube, dieses Zirklop ist ihr stärkstes Pokémon. Also ihr könnt ihr stärkstes Pokémon immer dann bemerken, wenn eine Zitrobeere aktiviert wird. So, das war's. Und Zubiris. Ja, ist auch noch ein Geist-Pokémon, das stimmt. Level 50. Heilen wir uns mal hoch. Wir haben die Genesungsattacke nicht umsonst. Oh Mann, Doppelteam. Egal, wir können Regentanz benutzen. Und vielleicht ein Donner, falls ihr zu viel Donner Doppelteam benutzen sollte. Ja, greifen wir mit Donner. Bam. Ja gut, benutze ruhig weiter Doppelteam. Im nächsten Zug bist du eh down. Donner trifft immer, wenn es regnet. Ach verdammt, aus und vorbei. Verloren. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht bemerkt, daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geht und betritt den nächsten Raum. Erstmal heißt es wieder hochheilen. Besiegt die Pokémon Vitalkraut. So, ja, ist wie eine Top-Genesung. Bloß etwas günstiger. Und ja, unsere Pokémon mögen das halt nicht, aber das ist egal. So, die nächste Trainerin setzt Eis-Pokémon ein. Eis ist auch so eine Schwäche von uns, weil wir haben drei Pokémon, die sind schwach gegen Eis. Einmal Sunny, Psycho und Puppy. Wir sollten vielleicht unser Starmie an erster Stelle stellen. Und, nee, wir machen es anders. Wir machen Gardevoir an erster Stelle. Weil Gardevoir trägt den Magneten. Da können wir ein bisschen was reißen. Ne, vielleicht ein paar One-Hits.
Weil viele Eis-Pokémon haben auch den Wassertypen noch bei sich, als zwei Typen. Das könnte funktionieren. Willkommen, mein Name ist Frosina von den Top 4. Ich bin von weit her nach Höhen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren. Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Gibt es das Wort lausigeren? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Die ist aber arrogant. Okay, Sejong. Ein nicht ganz voll entwickeltes Pokémon. Wir könnten dieses Pokémon nutzen, um unseres zu verstärken. Ich weiß ja nicht, welche Attacken kommen, aber ich glaube, die müssten nicht so stark sein, weil es ein nicht ganz voll entwickeltes Pokémon ist. Das heißt, ich benutze jetzt mal Doppelteam. Okay, Hagelsturm ist in Ordnung. Es hagelt. Die Attacke funktioniert wie Sandsturm. Jetzt kriegen alle Nicht-Eis-Pokémon in jeder Runde Schaden. Autsch. Ja, ja, schlag ruhig auf mein Gardevoir ein. Ist in Ordnung. Währenddessen puste ich mein Pokémon auf. So, Steroide. Mach ruhig weiter. Irgendwann triffst du mich nicht mehr. Alter, bisher hat jede Attacke getroffen, obwohl ich dreimal Doppelteam schon benutzt habe. Hier, schluck mal diese Medizin. Aha, jetzt geht's los. Die Attacken gehen daneben und es hat aufgehört zu hageln. Sehr schön. Noch zweimal Doppelteam und dann erhöhen wir unseren Angriff und One-Hitten alles weg. Wir machen jetzt quasi ein... So wie Son Goku, ja. Ah, sechsmal Doppelteam und der Bodyscan trifft. Ja, ja, schlag mich doch, ist in Ordnung. Du machst eh kaum Schaden, du nicht voll entwickeltes Pokémon. So, jetzt erhöhen wir unseren Angriff und unsere Spezialverteidigung. Was gut ist, das schützt uns auch vor den ganzen Eisattacken, die jetzt da vielleicht kommen könnten, falls sie treffen sollten. Alter, wieso treffen die Attacken noch? Das darf doch nicht wahr sein. Weißt du was, ich bin frustriert. Hier, schluck mal diese Medizin und leide. Warum gibst du mir Medizin? Ich dachte, du wirst... Ich dachte, du liebst mich. Oh, das ist ja ein Mann. Warum gibst du mir die Medizin? Ich dachte, du liebst mich. Kein Plan, warum immer so ein Hagelsturm aktiv sein muss. Ich meine, Hagelsturm ist nicht so krass. Ja gut, wir kriegen Schaden, aber der Schaden, der ist bedeutungslos. Das ist egal. So, noch einmal. Und dann gehen wir in den Angriff über. Alter, schon wieder ein Body Slam, der trifft. Mit einer Paralyse hinterher. Mann. Hier, Statik oder Synchro.
Heil, Bruder. Das ist eigentlich der leichteste Trick, um die ganzen Pokémon von ihr platt zu machen. So, einmal noch voll heilen und dann werden wir alles. Wie kann das, dass eigentlich der ganze Body Slam von ihr immer trifft? Jede zweite Attacke trifft, obwohl ich mehrmals Doppelteam benutzt habe. So, jetzt sind wir mächtig. Jetzt haben wir unsere Transe mit Steroiden aufgepumpt. Jetzt hat sie solche Arme. Ja, aus ihrem Kleid. Ihr Kleid reißt schon aus allen Nähten. Jetzt gehen wir um in den Angriff mit Donnerblitz. Für ein Tor, ist mir egal, wird gewonnen, hittet. Autsch. Psychokinese. Für ein Tor, hatten wir gerade eben schon. Jetzt. Bam. Sejong, das ist alles egal. Wir werden alles one-hitten. Der nächste, bitte. Ihr stellt mir so vor, die ganzen Pokémon von ihr werden in den Kampf geschickt und unsere Transe. So wie der Hulk. Ja. Killt sie alle mit Donner, Blitze und Psychoattacken. So, jetzt kommt ihr stärkstes. Walreiser, das ist ein voll entwickeltes Seemops. Ja, wohl. Oder die Entwicklung von den ganzen Seejungs, die wir jetzt gerade eben gesehen haben. Und deine Pokémon, aber das Zusammenhalt besiegt alles. Die Hitze besiegt jeden. Kein Wunder, dass mein einziges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete. Geh weiter in den nächsten Raum und dort wirst du die schreckliche Seite der Pokémon-Liga kennenlernen. Ja, es kommt nämlich Dragan, der Drachentrainer. wer kennt ihn nicht? Und warum sind da Spikes hier? Das ist doch voll gefährlich. Gut, es soll wahrscheinlich ein bisschen gruselig wirken bei Top 4 und so und aber warum sind das Spikes? Das macht doch aua. Warum? Why so serious? So, wir geben jetzt Papi mal das ewige Eis, dass die Attacken von der, dass die Eisattacken stärker werden. Nur für diesen Kampf hier. Ich bin der Letzte der Top 4 in der Pokémon-Liga. Dragan, der Drachenmeister. Hab ich doch gesagt. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern. Warum trägt er ein Kapitänsoutfit? Es ist ein Drachentrainer. Was hat das mit Kapitän sein zu tun? Oder ist er schwul? Wahrscheinlich. Okay, Draschel. Wieder ein nicht voll entwickeltes Pokémon. Vom Typ Drache. Eisstrahl wird verstärkt durch ewiges Eis.
Und es hat überlebt. Felsgrab bringt nichts. Außer, dass unser Initiativwert gesinkt wird. Jetzt kommt eine Top-Genesung. Ja, alles so berechenbar. Aber ich bin Schachspieler, ich weiß, wie man Sachen vorhersieht. Im Prinzip bin ich in echt auch vielleicht ein Psycho, weil ich Sachen vorhersehen kann. Cedra King ist in der Tat ein Problem. Wenn eine Wasserattacke kommt, macht es Aua. Und die wird auch kommen. Ich tausche es mal aus. Wir sind eh langsamer, also er wird uns eh zuerst treffen. Starmie. Jetzt kommt eine Wasserattacke. Starmie kann das ganz gut tanken. Ich dachte, es kommt eine Wasserattacke. Hydropumpe oder sowas. Aber mit Rauchwolke habe ich nicht gerechnet. Donner? Trifft nicht. Ich will Regentanz nicht benutzen, weil... Scheiße, Drachentanz ist ein Problem. Okay, mach mal Regentanz, ist egal. Er erhöht seinen Angriffswert, aber Wasserattacken sind Spezialangriffe. Alter! Du gehst mir auf den Sack mit deiner Rauchwolke. Egal, Donner trifft immer. Hier! Yeah. Okay, Body Slam macht Aua, er hat Drachentanz benutzt einmal. Ah, Cedra King ist immer so ein Problem. So, jetzt ist er langsamer. Jetzt bringt sein Drachentanz in Sachen Initiative gar nichts mehr. Er reicht natürlich noch nicht ganz. Drachentanz bringt nichts mehr, weil du jetzt sowieso stirbst. Außer du benutzt nochmal den Top-Genesung. Aber das machst du nicht. Den hebst du dir für dein anderes Pokémon auf. Ich benutze trotzdem mal Donner. Weil wir wurden ja einmal mit Rauchwolke oder zweimal mit Rauchwolke geschwächt, deswegen. Sonst hätte ich Surfer benutzt. Aber, mei. Ein Libeldra. Libeldra ist ein schöner Gegner für Lepomentas. Oder für Papi. Denn Eisattacken sind vielfach stark. Ja. Eisstrahl! Das macht Aua. Knirscher macht Aua. Was? So wenig Schaden? Okay. Ja gut, okay. Knirscher ist ein Spezialangriff wahrscheinlich. Und der Spezialverteidigungswert von Lepomentas ist ziemlich hoch. Deswegen so wenig Schaden. So, jetzt kommt ihr, ihr sage ich. Ja doch, ihr, er ist ja schwul. jetzt kommt ihr stärkstes, ein Rutalander. So, Eisstrahl ist vielfach stark. Ah. Okay, Spezialverteidigungswert ist super. Aber Rutalanders Angriffswert ist halt auch nicht zu unterschätzen. Vierfach stark, ja. Rutalander gehört zu meinem Lieblings-Pokémon. Ich glaube sogar zu ist es mein allerliebstes Drachen-Pokémon. So, hier wieder ein Flucheis-Pokémon. Ja, genau. Hier, auch wieder vielfach stark. Es hat überlebt. Oh nein. Er killt sich selber. Dankeschön. Ach, scheiße. Jetzt kriegen wir keine Erfahrungspunkte. Aber egal. Hervorragend, das muss man sagen. Ja, danke, danke. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Was hat das mit Herz zu tun? Ich habe einfach gegrindet wie ein Verrückter. Das hat nichts mit ehrliches Herz zu tun. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Hallo, ich gebe meinen Pokémon Vitamine und Medizin, das hassen sie. Das ist genau das Gegenteil, was ich mache. Sie berühren die Herzen guter Trainer und wachsen daran. Nein, eben nicht. Ich gebe den Medizin. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Oh je.
Der Champ. Oh Gott. Okay, das ist leuchtender Raum. Das bedeutet, dass was Krasses kommen wird. Ja. Dann, ich glaube, wir schauen jetzt einfach mal drüber. Wer braucht einen Heal? Also, Papi muss auf jeden Fall gehealt werden. Hey, Papi, ich hab gehört, du magst Medizin. Wo denn? Wo haben wir es denn? Hier, Vitalkraut. Lecker, lecker. Hier. So, also wir brauchten hier bitte, ich glaube, wir müssen die AP von Spukball auffüllen. Ja, genau. Dieser blöde Erzwinger. Top-Äther. Und dann, was haben wir hier? Die AP passen. Passt auch. Okay, wir haben noch nicht alle unsere Pokémon eingesetzt. Ich glaube, so müsste es gehen. Ja, okay, machen wir die AP, die KPs hier noch voll. Einmal. Und zweimal. Okay. So, jetzt sagt. Setzt sich Starmie an erste Position. Ich glaube, wir sollten Donner noch auffüllen. Ich fülle mal Donner nochmal auf. Because reasons. Okay, und los geht's. Willkommen, Psycho. Dieser Vorfall in Xenero-Ville, das war hervorragende Arbeit, wie du die Krise dort beendet hast. Ja, danke, danke. Ups, es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest allein für Ordnung gesorgt. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinen Pokémon zusammengearbeitet hast. Wir Trainer ziehen Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Ja, ich gebe denen am liebsten Medizin. Und auch wir lernen viel von den Pokémon. Dann wird die Leistung mit den anderen Trainer verglichen. Nun ja. Wer kann am elegantesten in ganz Höhen mit seinen Pokémon tanzen? Zeig es mir, hier und jetzt! Finaler Bosskampf! Ja gut, Finale noch nicht, aber es ist ein Bosskampf. Vasili, der Champ! Und Vasili ist nur der Smart-Edition der Champ. In den anderen Editionen ist es Troy. Und das ist das erste Level 57! Okay, ich hoffe, er setzt Regentanz ein. Wer mag Regentanz von uns benutzen? Na komm, setz du Regentanz ein. Nein, ich mag nicht. Setz du Regentanz ein. Okay, ich setz Regentanz ein. Hier bitte. Da hast du einen Regentanz. Wir beide tanzen jetzt eine Runde. Ach, er setzt auch Regentanz ein. Ja, schön, dass wir den gleichen Gedanken haben. Ach, scheiße. Nein, ich habe mich verdrückt. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Aua. So ein riesiger Wal, der uns mit seiner Wucht attackiert. Das ist schmerzhaft. Egal. Donner! Ja, Wailord hat viele KP. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis die KP alle runden sind. War sogar ein Volltreffer. Nice. So, Kapaloris vom Typ Pflanze und Wasser. Er könnte eine Pflanzenattacke benutzen. Das wäre nicht schön für Starmie. Aber egal, ich gehe das Risiko ein. Solange Regentanz draußen ist, muss ich das auch nutzen. Oder wir schauen erstmal, was kommt. Ich mach mal Genesung. Okay, Gigasauge ist nicht so krass. Die ist zwar stark, aber die ist nicht so... Okay. Oh, ein KP. Oh, alter Schwede. Gigasauge ist nicht die beste Attacke. Die ist schon geil, aber die hat halt nur 5 AP, glaube ich, ne? Und der Schaden ist jetzt auch nicht so gewaltig. Wieso ist er eigentlich schneller als wir? Wir haben ein verdammtes Starmie. Okay, schade. Da wollte ich zu viel. Xatu.
Gut, fliegen! Er könnte theoretisch Donner jetzt benutzen und mein Xatu platt machen. Ach Gott, ey. Scheiß Doppelteam. Okay, dann greifen wir mit Aeros an. Wenn er dieses Spielchen spielen will, bitteschön. Hier. Aeros trifft immer. Er benutzt weiter Doppelteam. Ist das dein Ernst? Du bist der Champion. Du musst doch besser wissen, dass Doppelteam hier nichts bringt in dieser Situation. Also, ja, warte, er hat überlebt. Alter, warum macht dieser Angriff jetzt weniger Schaden als vorhin? Oh oh. Surfer, der ist stärker wegen Regentanz, glaube ich. Top-Genesung. Egal, ich greife dich dann nochmal mit Aeros an. Na, wie schmeckt dir das? Oder ich hoffe jetzt nochmal, dass Fliegen trifft. Komm schon, triff! Ich glaube, da habe ich zu krass gepokert. Ich glaube, ich muss es nochmal riskieren. Komm schon, triff! Ja! Sehr gut. Sehr gut. Dann jetzt sind es nur noch 4. Tentoxa. Tentoxa ist geschenkt. Aber sowas von. Ich rieche ein Erdbeben. Die Erde wackelt. Hoffentlich hält dieses Gebäude den Ding im Stand. Ja gut, theoretisch hätte ich auch Psychokinese benutzen können. Xatu hätte auch Psychokinese beherrscht. Toxin ist egal. Der Champion setzt einen Tentoxa ein. Und es überlebt. Was? Okay, dann Psychokinese. Ja, der zweite Top-Genesung. Hast du es als Champ wirklich nötig, Top-Genesung zu benutzen? Das ist schon ein bisschen ehrenlos. Wow. Das hat die Attacke ganz schön gut überlebt. Okay, wir müssen jetzt langsam auf Toxin achten. Krass, also dieses Tentoxa ist ganz schön zäh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt aber. Okay. Welser, jetzt bräuchten wir eine Pflanzenattacke. Sunny hätte Solarstrahl auf Lager. Aber es ist halt schwach gegen Wasser-Pokémon und, also Wasserattacken und Welser ist ein Wasser-Pokémon. Aber dafür ist es resistent gegen Erdbeben. So, machen wir mal Solarstrahl und hoffen, dass es trifft, bevor es down geht. Was kommt? Surfer. Ja, komm schon, das schaffst du. Ja! Geil. Vierfach stark, aber kein Step drauf. Aber das macht nichts. Es trägt, glaube ich, auch das Item Wundersaat. So, Gyarados, ich rieche wieder eine Elektroattacke. Ja, Gardevoir. Zwei Pokémon noch. Eigentlich ist Gyarados ein total schwaches Pokémon, wenn man einen Elektro-Pokémon bei sich hat. Ne, man kann einfach den hier machen. Level 56. So, jetzt kommt sein Boss-Pokémon, Milotic. Ich würde sagen, eines der stärksten Wasser-Pokémon ever. Ja, ich hatte schon gegnerische Milotics, die mein ganzes Team geswiped haben. In der Vergangenheit. Aber nicht in der Gegenwart. Hahaha, Synchro! Jetzt kommt eine Citrobeere. Und zwar jetzt.
Ich glaube, das müsste aber reichen. Erledige dieses Melotic. Ja, wenn man nichts gegen Wasser-Pokémon hat, sind Melotics echte Killer. Und wir haben es geschafft. Ich, der Champ, wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung, du warst elegant. Manchmal auch verzweifelt. Verzweifelt eher ehrlich gesagt nicht. Aber auch herrlich. Du bist wahrhaftig ein edler Trainer. Eben nicht, ich gebe meinem Pokémon Medizin. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast. Manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie ein wie ein Blitz. Ja, Blitz ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast deine Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich in deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit... Maike! Maike! Ich will ein Kind von dir! Ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Chase antrittst! Wie, was? Das kann nicht sein, es ist schon vorbei! Ja! Wo warst du? Hättest du mich unterstützt, wäre ich sofort Champion geworden! Dann hätte meine Pokémon noch bessere Aquaknarre benutzt! Siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen um Psycho zu machen. Ja doch, ich liebe es, wenn du dich Sorgen um mich machst, Maike. Psycho, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du sogar Champ geworden bist. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Ich bin gerade Champion geworden? Und der legt mir viel mehr Wert darauf, dass der Pokédex gut aussieht. Ist das ein Ernst? Wie wär's jetzt mal mit Glückwunsch? Wow, krass, heftig, wow, heftig, krass, du bist geil. Nein, er will mein Pokédex sehen. Einige Pokémon tauschen nur in bestimmten Regionen auf. Hab noch Geduld. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Psycho. Nein, lass es mich richtig ausdrücken. Neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer besiegen, die treten, die Champs geworden sind. Maike, komm. Warte, Maike, komm, ich verliere mit Absicht gegen dich, dann bist du Champ. Dann können wir gemeinsam in der Ruhmeshalle unsere Pokémon vergleichen. Warte bitte draußen mit dem Professor. Ich mache nur Spaß, ist schon okay. Das sind die Regeln. Psycho, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Maike, bleib da! Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Vasili. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. Also Maike. Aber warum darf Maike nicht rein? Egal. Speichern, bitte das Gerät nicht ausschalten. Warum sollte man das tun? So, Starmie. Dann Xatu. Als nächstes Sonnenfehl. Lepomentos! Unser Starter, die Transe! Und unser Maskottchen! Willkommen in der Ruhmeshalle! Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch! Nach 46 Stunden! Echt, wir haben so lange gespielt? Na gut, okay. Viel ist es gespeedet aufgrund meines Trainings. Heftig. Ah, schönes Outro.
Maike! Gleich mal Tempo auf 130 erhöhen. Oh, ist das romantisch. Das war's, wir sind Champion von der Höhenregion. Wir sind zum dritten Mal Champion von Höhen, sagen wir mal so. Aber wir haben das Spiel noch nicht ganz vollständig durchgespielt. Es gibt noch ein paar Sachen, die möchte ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich noch was geplant. Ungefähr 20 Parts in etwa werden noch folgen. Und dann ist das Let's Play auch schon vorbei. Ja, nach einer gefühlten Ewigkeit. Ich glaube, wir haben das Let's Play im Mai angefangen und ja, nach 20 Parts wird es dann auch enden. Genau. Was soll ich noch, also noch ein paar Sachen dazu. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Let's Play. War mal wieder schön, wieder in diese Region reinzuschauen. Wir haben ja dieses Spiel schon mal durchgespielt, im Prinzip. Bloß diese Marktedition ist halt das Besondere, dass es viele Neuigkeiten gibt. Es gibt mehr Trainer, habe ich gesehen, und gerade diese Kampfareale, diese Story wurde auch ein bisschen verändert und es ist auch, fühlt sich ein bisschen anders an als Rubin und Saphir. Ja, also ich muss sagen, es ist schon ein sehr gutes Pokémon-Spiel. Ja, aber wir haben jetzt noch einiges vor uns und die Challenge ist beendet. Das heißt, wir können jetzt jedes Pokémon im Kampf einsetzen, was wir wollen, und im nächsten Part geht's los. Also, dann würde ich mich freuen, wenn ihr noch dabei bleibt, wenn mir dieses Let's Play noch abschließt und mir vielleicht auch ein Abo da lasst, wenn ihr Lust drauf habt. Ich meine, ich habe ja selber nicht besonders viele Abonnenten. Wäre schön, wenn noch ein paar dazukommen würden. Und ja, bewertet das Video, wenn ihr Lust drauf habt, ob es positiv oder negativ. Wenn negativ, bitte, würde ich mich freuen, wenn ihr schreibt, warum ihr euch das nicht gefallen habt. Und in dem Sinne, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Macht's gut, euer Janka. Ciao.